Pizza ist rund, die ist nicht sechseckig oder was ich was ist. Alt! Ja! Das beste Pizza auf EU-Welt! Peter, Alter. Du bist so unglaublich schlecht, Mann. Du bist so unglaublich schlecht. Dreieckspizza. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der Runde. Mr. Bilders, mit dabei ist heute der liebe Peterle. Hi Leute. Hi Leute, ich bin Peter. Weil ich nicht bauen kann und ein dummer Mensch bin. Ich hab mich eingeschissen, glaube ich. 2,2 Meter möchte Peter werden. Leute, es wird auf jeden Fall wieder hart spannend. Irgendwie habe ich in letzter Zeit wieder richtig die Motivation für Master Bilders, weil ich im Moment davor produzieren bin. Und es macht einfach tatsächlich Bock. Ja! Pizza. Pizza? Ich kann. Das ist ein geiles Thema. So, Freunde, wie gesagt, also Peter ist auf jeden Fall jemand, der hart motiviert ist und unbedingt lernen möchte, wie man krass bei Master Bilders ist. Ich muss schon wieder lachen. Warum? Weil du so dumm bist. Weil ich lernen will, sagst du. Ja, Peter, du musst ja auch lernen. Du bringst doch gar nichts mehr zu lernen. Nee, das ist richtig. Also, es ist komplett hilflos bei dieser Junge. Ist wirklich hilflos. Also, wenn man sich das mal anschaut, was der teilweise gebaut hat bei Master Bilders. Boah, Alter. Das ist echt schon peinlich, oder, Peter? Ja. Weißt du, früher im Unterricht hat meine Lehrerin auch gesagt, Alter, du bist ein. Du bist kannst ein einfach nicht bauen. Du bist ein Wichser, hat die gesagt. Du bist ein Wichser. Peter? Ja, der, du bist ein Wichser. Frau Lehrerin, nein, du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser, du kannst gar nichts. Du kannst nicht malen. Du bist ein Wichser. Du bist einfach ein Hurensohn. Einfach ein Wichser bist du. So. Meine braucht Energy. Denk mal, das kann man so andeuten, dass hier auf jeden Fall sowas rausgenommen wurde. Das war richtig sinnlos, was ich jetzt Revi, gemacht habe. Revi, du musst heute Karsas hochladen. Ach, Simon, ich bin gerade in der Aufnahme, hör auf rumzuschreien. Aber du musst heute Karsas hochladen. Ich hab's verstanden. Okay, was nimmst du gerade auf? Ich nehme gerade Masterbild mit Peter auf. Hä, wo ist der in welchem TS? Ja, in einem anderen. Wir haben keine Lust auf deinen TS. Aber noch genug Zeit. Aber mein TS ist du. Nein, dein TS, hier läuft immer Mr. Morgame rum. Und wie du weißt, hassen wir Mr. Morgame. Aber ich mag den, der ist du. Nee, der ist ein Arschloch und fett. Ja, Simon hat gerade einfach meine Aufnahme zerstört. Aber warum? Ist kein Ding, ich mache einfach weiter, Leute. Wir lassen es davon gar nicht. Eine perfekte Pizza, wie die für mich aussieht. Also wichtig ist nicht, dass der Pizzamann mit der langen Salami kommt, weil da habe ich nämlich genügend Erfahrung mitgemacht, Peter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein kranker Perversling, der Typ. Der kranken Salami, Alter. Der Typ ist wirklich ein kranker Perversling, Alter. Hast du schon mal was vom Pizzamann mit der langen Salami bestellt? Nee. Ja, besser ist also, es auch, Alter. Palle hat mir schon mal von abgeraten. Ja, Palle hat da nämlich oft früher bestellt, bis er dann erkannt hat, dass es gar kein Pizzalieferant ist. Sondern was jemand, er eigentlich vorhatte, das genau. Stimmt, ja. Und dann hat er nämlich immer hier seinen Pillemann hat er nämlich immer in der Pizza gehabt, Alter. Das war nämlich nicht so geil. Also, dann hat Leute. Er die Packung aufgemacht. Surprise, it's a prank! It's a prank! So. What the fuck? Also ich glaube tatsächlich, dass meins gar nicht so verkehrt geworden ist. So. Machen wir noch schnell den Teller fertig irgendwie so. So. Ach, meine Pizza, Alter. Also ich finde, man kann es Mainz vollbringen, Alter. Mainz bringt es, Alter. Das ist die geilste Pizza der Welt, Junge. Ich hab's am Anfang schon verkackt. Ja, guck mal hier, das ist nämlich meine. Siehst du das hier oben, Peter? Das hier? Was ist das hier? Siehst du das? Erkennst du das hier? Mhm. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Sprungbrett in die Pizza-Welt, ja, Alter. Ich geb mal meh. Also tut mir leid, Alter. Das habe ich deutlich besser gemacht als er. Vor allem diese Gabel. Ja, vor allem ist die Pizza. Die Pizza ist umgekehrt, Alter. Der Rand ist dick und unten drin ist gar nichts, Mann. Ja, das ist so richtige Mist. Das war so Luft. Das war Luft. Oh, guck mal, das ist auch geil. Da gebe ich mal Eiser Bleeding, sorry. Weil wer in 5 Minuten nicht mehr als das hier bauen kann, das ist einfach peinlich. Das ist einfach wirklich nur peinlich, wer sowas hinrotzt, Alter. Ich dachte gerade schon, das wäre von dir gewesen, Peter, ehrlich mal. Ach so, ähnlich sieht meins aber auch aus. Da gebe ich mal ein. Das sind sogar Sachen drauf. Ich gebe mal einen Gutzen Pilze drauf. Finde ich gut. Es ist nicht der Überknaller, aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass es eine Pizza sein soll. Und daneben die zweizackige Gabel. Wer kennst du nicht, Alter? Alter, die zwei also Zacken. Richtig kurz. Die zwei Zackengabel, womit man überhaupt nicht essen kann. Das ist geil. Oh, mit einem Karton drumherum. Da gebe ich mal ein Amazing. Alter, das ohne Witz, das ist echt nice. Das ist amazing. Das ist amazing. Das ist cool. Danke. Aber der Karton ist nicht viereckig. Ist ein bisschen blöd. Aber sonst kann man mal machen. Aber die Idee an sich ist super. Ja, aber die muss Idee ist es halt nur. Also, ja, ja, genau. Ich meine, die Pizza an sich sieht ja nicht so geil aus. Keine Ahnung. Ja, da gebe ich mal wieder mal Eiser Bleeding für. Ohne Witz, Mann. 5 Minuten Zeit und den Leuten fällt nicht mehr ein, als das hier zu bauen. Das ist einfach wirklich nur mit Abstand das Peinlichste, was ich jemals gesehen habe, Leute. Vor allem so 4 Blöcke. Es ist einfach richtig scheiße, wirklich, Mann. Es tut mir leid. Man. Junge, Mann. Oh, Alter, guck mal. Oh, das ist, ist auch amazing, ohne Witz. Das ist richtig geil. Ich gebe mal ein bisschen ins Awesome sogar. Das ist echt geil, diese Idee. Ja. Oh, das ist richtig gut. Das finde ich nice. Also, glaube ich, die geilste Pizza der Welt, oder? Ach, Revi, du kannst echt gut bauen, Peter, Mann. Peter, Junge. Oh, Pixel Art, mal Eiser Bleeding.
Finde ich mega scheiße. Finde ich mega scheiße. Guck dir doch mal an, wie es aussieht, Junge. Das sieht aus wie ein Stück Scheiße, Alter. Das ist richtig peinlich, wenn man sowas baut. Vor allem ist das total verbrannt. Ja, das ist eine richtige Dreckspizza, Mann. Die ist einfach schwarz von außen. Was ist das denn? Derjenige konnte nicht mal einen Kreis bauen. Alter, was ist mit den Leuten los, mit denen ich hier spiele, Junge? Boah, Mann, das ist eine Pizza so rund. Die ist nicht sechseckig oder was ich was ist. Alt. Ja! Das beste Pizza auf EU-Welt. Peter, du bist so unglaublich schlecht, Mann. Du bist so unglaublich schlecht. Das ist eine Dreieckspizza, Alter. Kennst du die nicht? Das ist. Meh. Alter, cool. Sorry. Das ist doch besser. Meine war doch besser als das hier. Nein. Das ist ein Klumpen Scheiße, Mann. Ja, und deine Pizza sah aus wie ein Stück Kacke, Alter. Die Mann, war. Die hab ich selber gemacht. Die hab ich selber gemacht. Ja, aber mit Ecken drinne. Alles klar, Peter, beruhig dich. Junge, 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 Mann, Alter. Peinliche Story. Ja, easy win, würde ich sagen. Boah, GG. Peter, du wirst niemals gut werden in diesem Spiel. Niemals. Du wirst niemals gut werden. Ich brauch Training von dir. Oh Gott, Alter. Ja, Leute, wenn ihr, lasst mal einen Daumen hoch da, wenn ich mit Peter ein klein bisschen Maß habe, das Training in Streams oder sowas machen soll. Und ich habe mir Folgendes überlegt, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt mal gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr Bock habt, dass ich so ein paar Challenges machen soll im Masterbuild. Das ist nicht so, wie Herr Bergmann das macht, sondern tatsächlich andere Geschichten. Das heißt, ihr schreibt mir so ein paar Sachen in die Kommentare. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ah, zum Auge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal den Peter da vorbei. Haut da rein. Tschüss.